in den Endkampf gefühlt. Was trinken, Leute? Jo, mich würde jetzt eigentlich auch mal interessieren. Meinung zum Game? Sehr gut. Leider habe ich den Fehler gemacht, dass ich das nicht beim Release gleich gespielt habe. Aber hat auch einen Vorteil. Kann ich jetzt genießen, weil ab heute für 14 Tage ist das Game kostenlos. Schrägstrich, man kann die ersten 2 Stunden spielen und auf Twitch gibt es gerade so gesehen bei ausgewählten Leuten, so wie mir, auch noch Drops. Und dann bekommst du, wenn du Bock hast, nämlich dieses Schwert, wenn du eine Stunde zuguckst. Nämlich das Basim Valhalla Schwert. Das bekommt man dann als Drop über den Twitch-Kanal. Der Name wäre übrigens der gleiche, wenn du Interesse hast. Wie gesagt, eine Stunde zugucken. Geht natürlich auch bei anderen. Und dann bekommt man die Waffe aus seinen späteren Jahren in England. Sprich, was ein Valhalla hatte. Aus Gaming ist richtig gut. Vor allen Dingen oldschooled. Ich bin ja eher sowieso einer von der alten Sorte, um das mal so zu nennen. Aber wir haben keine Aufträge mehr. Oh nee. What? Das bedeutet für mich, ich gehe in den Endkampf. Ich habe mir das immer noch aufgehoben, ne? Und ich weiß immer noch nicht, was passiert. Also das ist so vorteilhaft, dass ich mir jetzt das genieße. Jetzt wird es spannend. Ja, das glaube ich auch. Weil ich habe jetzt nicht, also ich habe keine Aufträge mehr. Kein Dings. Also was ich jetzt gerne gemacht hätte, ist natürlich passend hierzu, dass ich jetzt einfach sage, ich mache einen zweiten Spielstand auf und zock das Game zum Anfang, ne? Für die, die es gar nicht kennen oder Bock haben, ne? Wegen den Drop eben. Hat aber auch den Vorteil, dass ich das jetzt gerade auch so genießen kann, im Sinne von wegen so, hey, wir können gemeinsam das machen, den Endkampf. Und danach gibt es ja den neuen Modus, der mit, war das 1.06 oder 1.07 mit dem Game Plus, mit dem Permadeath. Also wenn du dann zockst und dann Permadeath, dann fängst du komplett von vorne an. Und ich stelle mir gerade, vorhin bin ich ja gestorben hier an der Stelle. Ich stelle mir vor, ich werde da gestorben und hätte das ganze Game nochmal von vorne machen dürfen. Ey, ich glaube, ich werde durchgedreht. Aber hey, okay, so. Wir bewegen uns jetzt. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, wir müssen zurück, ne? Zurück nach Hause. Und dann geht's ab. So, sorry, gerade ich muss mal gerade noch was kurz klären nebenbei. So, wir sollen jetzt nach Hause. Wir treffen uns mit unserer alten Freundin. Oh, hier können wir noch ein bisschen was einsammeln. Alter, was hast du für eine geile Kutte an eigentlich? Okay. So, hier brauchen wir eigentlich nichts machen. Weil hier kann man gemütlich durchlaufen. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt. Ich habe mir nichts anderes angeguckt. Das mache ich ja sowieso nicht. Und ich weiß noch nicht, was mich jetzt ehrlich gesagt erwartet. Das ist ja bei den Assassin's Creed Teilen manchmal, die haben das so gut drauf. Wie zum Beispiel in Odyssey. Der eine Tod, den hätte ich nicht erwartet. Aber durch das DLC, was man da spielen konnte, konnte man dem Ganzen auch wieder so gesehen ein glückliches Ende machen. Oder das zu einem glücklichen Ende bringen, sagen wir es mal so rum. Kann ich jetzt hier eigentlich lang? Hallo? Wo ist denn da der Eingang gewesen? Wo ist denn da der Eingang? Wow, er spielt es hier und das sind 30 FPS. Nee, ich spiele nicht in 30 FPS, das ist die Konsole. Frag mich bitte nicht, was das ist. So ein Heimgeschick, willkommen. Na? Das ist Konsole. Also das ist die Xbox, also Series X und ich zock da. Ich habe keine Ahnung, warum das manchmal so ist. Dass das zwischen, also mir ist das auch schon so vorgekommen, dass das manchmal so aussieht, als wenn ich hier mit 30 FPS oder zumindest weniger als 60 zocke.
So, meine Damen und Herren. So, was mache ich jetzt als erstes? Jetzt mache ich erstmal meine Kamera weg, damit ihr das voll ohne mein Gesicht... Na, will er das nicht nehmen? Okay, dann machen wir es so. Damit ihr das ohne mein Gesicht jetzt alles erleben könnt, die komplette Cutscene. Und dann bin ich echt mal gespannt. Bist du jetzt bereit, nach Alamut zu reiten? Ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Hör! Lauf zu! Nicht das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, Alamut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest.
Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Wow. Alter, die Cutscene mit dem Djinn, ne? Also ich glaube, wenn die mal so ein reines DLC in der Richtung machen würden, beziehungsweise in, kann man noch mit dem reden? Mein Pferd. Unten. Es gehört nun dir. Viel Glück, Sadiki. Ich glaube, so eine Horrorversion von dem Ding würde ich nicht spielen. Unsere Wachgänge. Unsere Ausbildung. Das scheint ein Lebensalter entfernt. Eile zum Lager zurück. Ruhig, ruhig, Mädchen. Alles ist gut. Haben wir hier noch was? Alles ja, ne? Ist gut. Dein Herr hat dich in meine Obhut gegeben. Unser Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Preis ist egal. All das Blut, so viel Tod. Ist es das, was Kabiha mit Weg bereiten meinte? Nihal, bitte sei in Sicherheit, wo du auch sein magst. So, so wie es scheint, darf ich jetzt hier oben lang, weil da unten geht's wohl nicht weiter. Einige meines Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Ja, also ohne Witz. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die bei Ubisoft, wenn, also auch wenn die echt in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich, die Games so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen hinballern, aber nicht so sind, wie wir uns das als Spieler wünschen. Aber Cutscenes, Alter, das ist echt. Das ist, also, keine Ahnung. Das ist richtig fett. So, wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Irgendwo dahin? In der Hoffnung, dass wir die alle platt machen. So. So, jetzt müsste ich ja eigentlich den so nehmen. Den so. Ich habe gedacht, das Ding explodiert, Alter. Ach so. Nee, da muss ich den auf Feuer machen. Den Dolch, den musst du irgendwie modifizieren und dann auf Feuer, damit da hinten. Ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Wie eigentlich da lang? Ah ja. Okay, wir dürfen. Wir müssen da lang. Oh, hier ist noch eine Hülle. Oh, Glück gehabt! Komme ich da eigentlich lang? Ich überlege gerade. Ihn kriege ich nicht?
Okay, hier komme ich nämlich nicht lang. Ich hab's gewusst. Da muss ich hin. Den Brief brauche ich nicht lesen. So. Was ist eigentlich da hinten, der mit dem unserem Kumpel da? Ich nehme mal ein Elixier, Alter. Vielleicht ist das sinnvoll. So. Ich habe die gerade gerettet. Juhu. Was ist da? Hey. Hier ist auch noch eine Truhe oder was? Achso. Da ist die Truhe. Alter, mein. Ah, die Truhe. Und da. Da ist Happa Happa, aber wir brauchen das Happa Happa scheinbar nicht. So. Basim, was? Gepri? Basim, wie? Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan? Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen. Weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen, es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt. Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Okay. Oh, wei, ei, ei. Lecker, die Cutscenes, die machen echt Laune. So. Ja. Es war so klar, dass das passiert. Da
Gehe in Frieden. So. Jetzt dahin, Alter. Füße verbrannt. Da unten ist auch noch ein Kumpel. Euch helfe ich. So. Wo ist denn hin? Wo sind wir denn hin, Alter? Ach, mit ihm da lang. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Ja. Tempel. Bringen wir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor meinem Ziel. Oh, ich bin gespannt. Oh. Alter, das sind die Cutscenes, Alter, die sind richtig gut. Übrigens wegen R2D, wegen Erz, RDR2, irgendwann mal wieder. Michiko, irgendwann mal wieder. Oh, gut. Da mal ein. Irgendwann mal wieder. Komm hier. So, den Weg kennen wir natürlich auch, weil. Das war. Es sind mehr von euch nötig, um mich aufzuhalten. Hier war ja die Einweihung. Sprich, hier sind wir. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Hier wohnen wir ja. Da vorne sind noch mehr. Zum Assassinen. Das heißt also, ich bin hier richtig.